Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen nach langem zu einem neuen Video. Und ja, was heißt einem nach langem? Also es wird wahrscheinlich auch noch länger so gehen. Ich bin erstmal für eine unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Ihr seht anhand des Titels, was da steht, dissoziative Amnesie, ja, könnt ihr euch gerne rauskopieren und googeln, was das ist. Nochmal by the way gesagt, es ist auch nichts Hausgemachtes. Ich möchte jetzt hier nochmal da by the way sagen, desto länger natürlich diese Diagnose besteht und desto länger das auch anhält, diese Problematik, desto kleiner ist die Chance, dass der alte Charakter wiederkommt. Das habe ich eigentlich auch schon mal gesagt. Und folglich werden auch die Dinge jetzt anders gemacht. Ich gehe jetzt momentan mehr meinem Hauptkanal aus dem Weg. Ich mache nebenbei auch was anderes, um auch wieder so ein bisschen auf der geraden Schiene zu kommen, um wieder auf die Füße zu kommen. Mache ich das so? Und das wird auch so bleiben. Des Weiteren müssen auch neurologische Untersuchungen erfolgen, ja, um zu schauen, wie schwer die Trauma-Folgeschäden sind. Auf jeden Fall ist es nicht ganz ohne, was ich euch auf jeden Fall sagen kann. Kognitiv funktioniert an manchen Stellen fast gar nichts mehr. Vor allen Dingen, wenn dann die Triggerpunkte kommen, dann ist der Kopf sowieso, dann funktioniert gar nichts mehr im Prinzip. Die Leute merken das auch immer wieder, dass ich damit unter unabsichtlich kognitiv Fehler mache. So, sei es auch auf dem Discord-Server oder sonstiges. Wenn ich um was gebeten werde, diverse Dinge zu machen. Und ja, das sind halt leider auch so Dinge, die einfach nicht mehr gehen. So, das heißt auch, dass ich jetzt erstmal eine lange, lange Zeit hier nichts machen werde auf diesem Kanal. Und mein Comeback wird auch sehr, sehr spontan sein. Das wird nicht angekündigt oder sonstiges. Diverse Untersuchungen werden auch dokumentiert und auch festgehalten. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. So, das heißt, die Leute, die natürlich dafür verantwortlich sind, werden auch entsprechend zu ihren Konsequenzen gezogen. Das kündige ich hier damit auch an. Wie sie laufen, wie die Konsequenzen lauten, werde ich natürlich hier auch nicht erwähnen. Und das wird für einige ziemlich dünn werden, denn es ist einfach so, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch anfängt, Straftaten zu untermauern, beziehungsweise diese zu verschleiern und das zum Nachteil des Opfers und diverse andere Dinge noch macht, zum Schaden des Opfers. Das Opfer stigmatisieren tut, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, auch keine feine englische Art, sowas zu machen. So, erst recht, also auch ist das keine feine englische Art, wenn man eigentlich im Amt, eigentlich Beamte ist oder Beamtin, ja. So, und dann auch die Menschen stigmatisieren tut. Keine feine Sache und das wird auch entsprechend, wird das jeder oder auch jede Person, die das mit stigmatisiert haben und auch entsprechend auch verschleiern wollten, ja, das heißt auch Straftaten unterschlagen wollten, ja, für alle wird das sehr, sehr schön werden. Ich werde auf jeden Fall nicht sagen, wie das aussehen wird und was auch kommen wird. Ich habe auf jeden Fall noch einen langen Heilungsprozess. Dann ist ja dann noch die Frage wegen Reha, ob ich auf Reha gehen muss, ob das in meiner Sachlage zu empfehlen ist. Alles auch so Fragen, die da geprüft werden müssen und nicht nur geprüft werden müssen und auch geschaut werden muss. Sei es auch von der Gesundheit her, auch vom Kopf, ob die Funktionen noch da sind. Wie weit die eingeschränkt sind, wie weit die Traumafolgeschäden auch die Schäden verursacht haben in meinem Gehirn. Und ich merke das viel, wenn ich unter Stress auch stehe, dass das Kognitive nicht mehr funktioniert, jedenfalls nicht mehr so, wie es mal war.
Und bevor das zweite Trauma aufgetaucht ist, beziehungsweise sind es ja nicht nur zwei, im Prinzip habe ich drei Traumata, um das mal genauer zu definieren. Das erste Traumata hätte ich sowieso nicht verhindern können, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. So, ich möchte hier auch nochmal sagen, wenn man Opfer wird von Traumata, das sage ich jetzt hier allgemein, ne? Wenn man unter Traumata leidet, man ist nicht schuld daran, ne? Sondern Höchstfall sind die Opfer, also die Täter daran schuld, die letztlich diese Traumata in einem ausgelöst haben und die auch hinterlassen haben. So, weil das ist auch höhere Gewalt, wenn andere Menschen da meinen, mit einem Dinge zu machen, die man nicht möchte, und man hat das mehrfach schon gesagt. Das möchte ich jetzt hier einfach auch nochmal ganz klar sagen. Und wenn man natürlich die Dinge nicht sein lässt, dann hat man natürlich irgendwann auch keine guten Karten mehr. Vor allen Dingen, wenn das auch noch Sachen sind, die zu belegen sind, dann braucht man die Daten und was aus dem Netz auch nicht mehr zu löschen, weil man braucht nur die diversen Plattformen wie Instagram oder Twitch oder sonstiges, die nur noch im Prinzip kontaktieren. Und ja, das kann die Polizei mitunter, da entsprechend die Seitenprovider anzuschreiben, um auch diverse Daten rauszurücken. Das geht schnell und das sind auch Sachen, die merkt ihr auch nicht. Die merkt man selber nicht und diese Daten können ganz klar ausgelesen werden. Das ist einfach so. Und wenn man natürlich dann noch mit Leuten in Kontakt hat, also Kontakt hat, wo man angeblich sagt beispielsweise, ja, der Mensch hat mir ja alles genommen, ne, und trotzdem mit dem Menschen Kontakt hat, merkt man ja, wie sehr die Menschen am Lügen sind. Aufpassen bei solchen Leuten, das kann ich immer nur wieder sagen. Passt auf, wen ihr in euer Leben lasst. Das merkt man immer wieder. Und ich habe im Prinzip schon ein halbes Leben lang auf Eierschalen rumlaufen müssen. Dass ich mich irgendwann auf die Hinterbeine stelle und sage, was wollt ihr von mir, ist irgendwo normal. So. Und ich möchte hier auch nochmal ganz klar sagen, und das ist eigentlich der Job der Polizei eigentlich, ne? Alle Seiten auch mal zu prüfen an Aussagen und was und auch mal zu gucken, wie lebt eigentlich derjenige, wie lebt er eigentlich, wie ist er so? Vor allen Dingen, wenn das auch Sachen sind gegenüber jemanden, wo der Tatvorwurf auch in gewisser Weise auch besteht, dass da auch geguckt wird, wie ist der jemand überhaupt, ne? Woher kommt der? Okay, da und da ist der geboren. Dann gucken wir doch mal, ob da irgendwas zu finden ist an brauchbaren Informationen über den Menschen, um dann abzugleichen und einzuschätzen, wie jemand ist. Denn ich finde das immer sehr, sehr leicht, manches Mal, wenn die Belege leider was anderes sagen und ja, Täter-Opferrollentausch besteht. Finde ich sehr, sehr schwierig. Und bei persönlichkeitsgestörten Popolöchern ist das leider, leider sehr, sehr oft der Fall. Ja, sie sind immer unschuldig und sie haben ja nie was gemacht. Aber wenn man dann beim Opfer nachschaut, wie viele Spuren dabei hinterlassen worden sind und vor allem an auch Traumafolgeschäden, die dabei resultieren können von diesem kaputten Menschen, dann finde ich das schon ziemlich arm und auch als Armutszeugnis auch, dass solchen Menschen mehr geglaubt wird. Denn die Traumafolgeschäden sagen schon mehr als genug aus, was dieser Mensch mitmachen durfte. Das möchte ich hier auch nochmal zur Erinnerung mitgeben. Und vielleicht sollte man vielleicht auch mal überlegen, wie man mit Menschen umgeht, welche Menschen man an sich ranlässt. Vor allen Dingen, wenn das so kleine Ficker sind. Ja, die eigentlich nur mit einem abhängen, weil sie sonst niemanden haben. Ja, die ganze Zeit, wenn sie mit demjenigen abhängen, mit der abhängen, mit der guten Frau, ja, sie als Wichsvorlage nehmen, als von der Cam her. So. Und es ist nicht mal irgendwie was gelungen, vor allen Dingen, wenn man auch ständig mit den Gefühlen von Menschen spielen muss. Ne? Ständig einen Steifen dem anderen verpasst, Hoffnung macht und alles Mögliche. So, und genau das sind halt auch so Dinge, die man im Endeffekt mit mir gemacht hat.
Ne, man hat mit mir da die ganze Zeit versucht, da die falschen Spielchen zu treiben, mich wieder zu manipulieren, zu diskarten. Und ja, das sind einfach auch so Sachen, wo ich dann sage, nö. Ne? Jeder normale Mensch sagt dann irgendwann, was willst du? Weißt du was? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ne? Kannst mir die Kacke vom Arsch kratzen. Ganz ehrlich, leck mir meine Eier. Du, wenn ich sage nein, dann ist nein. Und so ist es halt bei mir auch. Und wenn man mir meine Freiheit wegnimmt und mich weiter einengt und bedrängt und beengt, dann bin ich auch so ein Freak und brech aus. So, und dann sieht man gar nichts mehr von mir. Und dann bin ich weg, wie man ja gesehen hat. Und das wird auch weiterhin so bleiben, um weiterhin für meine gesundheitlichen Zustand abzusichern und zu stabilisieren und nicht weiterhin noch mehr Schäden zu verursachen. Das sind alles auch so Sachen, die ich jetzt sicherstellen muss und auch keine Zeit mehr erstmal habe, weil ich erstmal gucken muss, was mein Körper und meine Gesundheit braucht. So, da kann ich nicht immer Rücksicht nehmen darauf, was andere wollen. So. Und ich sage mir einfach, ich bin mir mehr wert als beispielsweise meine Ex, die mir ständig an die Hose will. Die kann ja viel wollen, wenn der Tag lang ist. Und die kann auch alles wissen, beziehungsweise kann alles essen, aber muss nicht mal alles wissen, was gerade ist. Ne, das ist mein Leben. Und ich möchte sie einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Weil dafür hat sie mit anderen zu viel Schaden an meiner Person angerichtet. Sie hat. Und das muss ich einfach auch so sagen. Nicht, dass sie mal alleine kämpft. Ja, sie ist ja auch eine Person vom Schlag, die immer andere braucht zum Kämpfen, weil sie alleine nicht kämpfen kann. Während ich alleine kämpfe, muss sie immer andere haben. So, das ist natürlich nicht vom Mut gepriesen und zeigt auch wieder, wie viel Charakter solche Menschen halt haben. Passt einfach auf euch auf da draußen. Man merkt es immer wieder, Social Media macht so viel kaputt, auch die Gesundheit, wenn man nicht aufpasst. Habt einen gesunden Abstand davon. Guckt, dass ihr auch was für euch macht, außerhalb des Internets. Geht auch mal raus. Trefft euch auch mal mit Leuten draußen. Weil dieses Social Media macht so viel kaputt, weil man immer wieder sieht, wie viel kaputte Menschen draußen rumlaufen. Und ja, einfach kein privates Umfeld haben. Was ich meine mit privates Umfeld ist, dass sie keine privaten Freunde haben. Ne? Familie hat man immer und Familie kann man sich nicht aussuchen. Aber Freunde, ja, die Leute, die keine Freunde haben, das kann ich auch nur immer wieder auf den Weg geben. Wenn ihr solche Leute kennenlernt, die euch auch erzählen, dass die keine privaten Freunde haben, kein privates Umfeld haben, mit denen sie sich auch mal privat treffen. Dann macht euch mal Gedanken, warum das so ist. Denn meist ist es bei diesen Leuten nämlich so, dass die ganz arge Probleme auch mit sich selber haben. So war das bei mir früher auch. Das kann ich immer nur wieder bestätigen. Es ist wirklich Real Talk. Ne? Wenn man privat keine Freunde hat, dann sollte man sich auch wirklich Gedanken machen, was man falsch macht, was schief läuft und vor allen Dingen, warum das so ist. Denn viel liegt auch am eigenen Verhalten. Das möchte ich jetzt hier nochmal allgemein sagen. Ohne auf irgendwelche Personen das zu beziehen. Und das wird halt, wie gesagt, so wie es jetzt auch auf Agent Hawkins TV auch ist, wird das erstmal so bleiben, wie es jetzt aktuell ist. Wenn ich überhaupt mal Shorts hochlade, im Moment ist nicht sehr viel wirklich an Shorts hochzuladen. Im Moment ist es halt einfach auch so, dass ich mehr für mich auch was mache, mehr für mich Gutes tue, sei es irgendwie im Bett liegen, knuddeln, Nintendo spielen. Zeit für mich verbringen, dann dödel ich auch mal mit den anderen im Discord auch mal rum. Aber ich bin halt auch mal so, dass ich sage, dass ich auch mal einige Tage auch mal den Leuten von mir, meiner Person auch mal Ruhe gebe, sodass sie auch mal was zocken können, wie sie wollen, wie auch immer. Oder telefoniere, ja, mit Sophie, ja. Aber das war's dann auch. Ja. Das sind auch Leute, wo ich auch immer wieder merke, es funktioniert, es ist nicht stressbehaftet, sie verstehen das, was ich durchmache und haben da auch irgendwo Verständnis. Aber ich bin auch so, dass ich sage, das habe ich auch Sophie auch gesagt, dass ich auch gerne mal den Leuten wirklich Raum gebe, weil ich auch merke, überhaupt diese ganze politische Situation, die auch hier in Deutschland ist, das ist ja auch der Grund, warum viele auch so abgefuckt und angespannt sind, warum auch so viele unzufrieden sind. Und es breitet sich wirklich auf die ganze Bevölkerung aus. So. Und nicht, dass man irgendwie mal das versucht irgendwie anders zu machen, ruhiger anzugehen, entspannter.
Ja, wird natürlich der ganze Frust überhaupt, ne, und was ausgelassen auf andere Menschen. Und das sind halt einfach Sachen, die mache ich selber auch nicht mehr mit. Das sind auch Sachen, die ich selber auch abgestellt wissen will. Und ja, es ist halt einfach auch kein Leben, wenn man natürlich anderer Leute Leben kaputt machen will. Ne, das sind halt auch Sachen, wo man selber auch belangt werden kann. So, ich bleibe in der Wirklichkeit und wird auch hier in den Real Talk Videos auch so bleiben. Ich werde immer Belege vorlegen, die gewisse Sachen belegen und das Gegenteil auch belegen werden, wenn das auch Vorwürfe gegen meine Person ist, wenn das auch Sachen sind, die ich auch gegenteilig belegen kann. So. Und das werde ich nach wie vor tun und das wird auch so bleiben. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Es wird auf jeden Fall länger wieder nichts mehr kommen. Und ich kann euch nicht sagen, wann ich wiederkommen werde. Mein Comeback wird ungeplant sein. Das heißt auch, das werden auch nur recht wenige Leute dann auch wissen dann. Aber dann bin ich auch wirklich wieder fit und auch erst dann komme ich wieder. Hab bis dato oder bis dann auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ja, bleibt gesund. Euer Agent.